In der letzten Folge. Ja. Haben wir unseren Mentor verärgert. Weil ja, wir Eisleben gefahren sind. Aber Eisleben ist super, Junge. Also, ihr beide könnt es nicht wissen, aber eure Charaktere sprechen das bitte folgendermaßen aus. Eisleben. Mit, also wie als würdest du Lehm, L-E-H-M, ne, sprechen. Nee, werden die nicht machen. Hallo, ihr gewöhnt euch ja gefälligst dran. Nee. Ah nee, stimmt. Tatsächlich war es so, dass die ganzen Frauen, die fanden den wunderschönen hallensischen Dialekt nicht so cool und die Männer, die haben sofort alles übernommen. Von meiner bis zu Jütti. Eisleben, oder was? Eisleben. B-E-N ist viel zu schwer. Eisleben. Jütti. Na dann. Schee. Also ihr wart in Eisleben. Warum denn? Na, weil wir wissen wollten, was bei der Schlacht sich zugetragen hat und wie das Ganze jetzt eigentlich lief, weil Troll, ich sag mal, da gab es ja so eine, ich möchte sagen, Übereinkunft, die ein schmähliches Ende fand. Und unser guter Mentor wusste bis heute nicht, warum. Und wir hatten irgendwie den Drang herauszufinden, was da jetzt genau passiert ist. Das haben wir auch. Wir wurden hintergangen von deinen Freunden. Ja, stimmt. Aber was soll ich sagen? Verräter gibt's überall, nicht wahr? Und ja... Wir haben das Schlachtfeld in all seiner Pracht gesehen. Zumindest Sophie. David hat mit den Trauereichen gesprochen. Die waren ziemlich traurig. Ja, die waren ziemlich traurig. Da hat sich herausgestellt, dass unser Vermieter wohl als tot gehandhabt wird. Ist er jetzt auch. Ja, quasi. Und ja, als wir zurückgekommen sind, ach so, genau, und wir sind mit dem Eisensänger, also zumindest Sophie konnte mit dem Eisensänger fahren, David durfte nicht, weil er ein dreckiger Verräter ist. Kein dreckiger Verräter, die haben das nur alle nur missverstanden. Ja, ja. Und Hitler did nothing wrong, dude. Moment, das ist ein großer Unterschied. Findest du? So? offensichtlich, ja. Frag mal den Dougal dort. Und ja, dann haben wir irgendwie festgestellt, dass unser Vermieter sich vergessen hat. Und uns wurde gesagt, wir mögen uns doch bitte von ihm fernhalten. Tragisch, aber wahr. Gut, und dann war nur noch am Ende, dass ich schon wieder auf David rumhacken wollte. Das ist okay, gut. Schön. Anmerkungen. Immer auf mich rumgehackt. Das ist schon mal, das ist auch gut. Zumindest nicht so sehr in Halle, aber in Nordsachsen-Anhalt sagt man dann gerne anstatt es wird auf mir rumgehackt, es wird auf mich rumgehackt. Genauso wie gib mich mal die Soße, also das Bier. Das ist ganz wichtig, dass man da das richtige Pronomen auch benutzt. Schön. Schön. Viel Spaß und bleibt geil. David. Mhm. Du sitzt in deinem Zimmer in einem Berg aus Reis. Yep. Aber ich weiß ja, dass ich Dinge daraus finden kann und raussuchen kann und ich werde sie raussuchen. Mhm. Ich meine, die Menge wirkt durchaus einschüchternd. Das liegt maßgeblich daran, dass sie es ist. Aber wenn man einmal angefangen hat, dann geht es ja schon mal ein bisschen leichter von der Hand. Und in der Tat wird es immer leichter. Ein Heinzelmännchen scheut weder die schwerste noch die dümmste Arbeit. Oder eher die frustrierendste. Das ist ja gar nicht so dumm. Immerhin kriegst du Goldnuggets, Junge. Das stimmt. Finde ich ziemlich cool aus. Und während Sophie penjiert, nehme ich an. Ja klar, du warst unterwegs und du warst draußen.
Bist du halt dabei zu sortieren? So schnell wie es geht? Die stört nicht mal. Sir William Van Eyck Fischer, der, da du das Fenster selbstverständlich offen hast, irgendwann reingeflattert kommt und auch ein bisschen pickt. Also ich meine auch, der stört dich nicht beim Zugucken, du bist immer noch verdammt schnell. Gut. Aber es ist natürlich in der Zeit so eigentlich nicht zu schaffen. Also so auch überhaupt nicht. Ich würde mir sehr viel Mühe geben. Ja, und während du da sitzt und immer weitermachst und immer weitermachst, dich reinsteigerst und deine Hände fliegen und nicht direkt vor deinen Augen verschwimmen, aber es wirkt manchmal schon ein bisschen Shiva-esk, was du da tust. Ist Shiva überhaupt die richtige? Ist auch egal. Also du scheinst mehr als nur drei Arme zu haben. Und irgendwann vergisst du natürlich auch auf die Uhr zu gucken, denn ab einem gewissen Punkt macht es so ein bisschen Spaß. Es ist halt schon eine Schatzsuche, ne? Eben, also man wird jedes Mal belohnt quasi, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Mit einem so goldenen, hellen Klang, wenn so ein kleines Ding wieder in deine Schale fällt. Deswegen hörst du auch nicht, wie gemütlich, was hatte ich gesagt, um 4 oder so, ne? Ne, um 3. Um 3 die Tür klingelt, Sophie, du schon. Aber erst beim dritten Klingeln. Das stimmt. Das heißt, sie schlurft irgendwann zur Tür. Und streicht sich die verwuschelten Haare aus dem Gesicht, während sie die Wohnungstür öffnet. Mhm. Steht natürlich niemand vor. Wieso nicht? Sie dann auch. Ach so, wieso steht da niemand vor? Natürlich steht jemand vor Thorald. Vor der Wohnungstür? Ja. Wir hatten den ins Haus gelassen. Weil die Tür unten, also ich sag mal so, die Tür schließt die Haustür, aber nicht im Herbst, Winter. Also die schließt schon, man kann sie nur halt immer noch aufdrücken. Oh, okay. Du bist zu früh. Nee. Ganz und gar nicht. Es wurde gesagt 4 Uhr, es ist 3. Nee, ich hab gesagt 3. Nee. Doch, hab ich. Mm-mm. Natürlich. Bis in einer halben Stunde. Nennst du mich einen Lügner? Nein, aber du bist alt. Du könntest es vergessen haben. Was soll das? Also. Kaffee ist in der Küche, bitte. Nee, dich. Nee, das machen wir jetzt sofort. Sei leise. Was denn? Ganz leise. Jetzt schleichen wir auf Zehenspitzen zu Davids Zimmer und du machst mal ganz vorsichtig die Tür auf. Ja, ist ja gut. Sie schlupft zurück zu Davids Zimmer. Ja, schleicht ihr hinterher. Sie schleicht nicht. Auf dem Dielenboden. Als Troll. Sie bleibt irgendwann stehen und dreht sich um. Du weißt schon, dass das total sinnlos ist, was du da gerade machst, oder? Er schleicht weiter mit minimal scheppernder Rüstung. Er trägt eine fucking Rüstung gerade. Ja, häufig. Sie schlupft weiter. Kriegt die Füße noch nicht so ganz hoch. Sie ist vorhin fast aus dem Bett gefallen. Und macht die Tür auf. Outgame, scheiße, das steht echt nachts um 4. Ja, ist egal. Ja. Machst die Tür auf. Mhm. In seinem Zimmer hockt David, umringt von Müllsäcken voller Reiskörner und einer kleinen Metallschale mit kleinen goldenen Nuggets. Er ist offenbar gerade bei der guten alten Aschenputtelarbeit. Er hatte ich so noch nicht bemerkt. Er bemerkt jetzt auch nicht, dass er natürlich sofort sehr viel langsamer wird. Aber David steht nur in der vollen Pracht des Heinzelmännchens vor dir.
Da ist kein Mensch. Da ist kein Herr Husteden. Da ist nur der Trächer des Hummelbanners. Er ist umgeben von einem leichten Lichtschein, aber er ist wirklich nur ganz dezent. Ja, aber so kennt sie ihn doch schon aus dem Traum. Aber niemals in der Menschenwelt. Da ist kein David mehr, also kein Husteden mehr. Sophie dreht sich um. Du hast ihn kaputt gemacht. Es hat geklappt. Ach, schön. Das ist gut. Tag, David. Hä? Was? Hi. Bist du geklappt? Fertig? Wie spät haben wir es? Du hast noch fast eine Stunde. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Das schaffe ich. Nee, jetzt, also, ich habe gesagt um 3. Um 4. Ihr sollt das Wort eures Mentors ehren, das habt ihr schließlich geschworen. Wir ehren das. Deswegen nehmen wir das ja auch wichtig, dass du viel Uhr gehört. Sehr ernst. Ja, es hat eine Planänderung gegeben. Also, was ich eigentlich, also, du kannst übrigens aufhören mit dem Mist. Oh, okay. Ich wollte nur, dass du dich so sehr reinstürzt, dass du aus dem Nebel raustrittst und deine Feengestalt vollständig zeigst und den Menschen mal links liegen lässt. Du warst ein Anti-Roland. Genau, immer noch. Also. Oh, das würde ich gucke an mir runter. Abklingen. Ich gucke ein bisschen runter. Okay. Ich dachte mir nämlich, dass das irgendwie funktionieren wird. Bei dir, Sophie, wüsste ich nicht, wie ich das hätte anstellen sollen, aber ihr müsst es ja wissen. Ihr könnt auch in die Menschenwelt treten und mit all euren Gegenständen, die ihr halt nur als Fee besitzt, die sind dann in dem Moment real. Und kein Mensch, es sei denn der Schlimmste des Herbstvolks hier vielleicht, aber sonst kann euch irgendwie keiner daran hindern und sie werden euch so sehen, wie ihr seid, auch wenn sie es vielleicht später vergessen. Das bedeutet aber doch eigentlich, dass wir den Ischiat brechen. Ja, aber kann ja mal nötig sein. Ich meine, klar. Es gibt Ausnahmesituationen. Die Notwehrklausel. Was ist denn, wenn irgend so ein Typ kommt und dich auch stechen will? Und dann bist du jetzt aber zum Beispiel, keine Ahnung, eine Rotkappe. Sollst du dann dich abstechen lassen? Das kann ja auch keiner wollen. Außerdem. Das ist ziemlich doof, ja. Du darfst ihn. Der arme Mensch. Du musst ihn ein bisschen nicht ganz wortwörtlich interpretieren. Also, das soll sich nachher keiner daran erinnern. Zumindest nicht so, dass er davon überzeugt ist, was er gesehen hat und das ausplaudert und dass ihm jemand glaubt und so, ne? Darum geht's ja. Es geht darum, dass die Menschen das nicht erfahren. Wenn ein Einzelner irgendwie denkt, dass er was gesehen hat und sich das aber lieber einredet, dass er nichts gesehen hat, weil er sich für bescheuert hält, wem schadet denn das? Ja, dann muss ich jetzt aber fragen, weißt du, wenn sich jemand, also es gibt viele Leute, die ihm nicht glauben würden, wenn er Gott weiß, was erzählt. Ja, das kommt ja drauf an, wie oft du es machst. Das ist eine Fall-von-Fall-Entscheidung. So. Kling. Also, und wieder eins gefunden. Wenn es heißt, ich darf das nicht zu wörtlich nehmen, gilt das jetzt für alles? Weil irgendwie wurde mir gesagt, ich muss sehr auf meine Worte aufpassen. Ja, aber wie willst du das denn reinschreiben in Eschiat? Zeige dich nicht den Menschen, damit sie nicht mit ihrem Basiliskenblick unsere Stätten der Macht zerstören, außer wenn es notwendig ist. Zum Beispiel in folgenden 438.000 Situationen, in Klammern wird derzeit noch erweitert. Wer soll denn das auswendig lernen? Das kann keiner auswendig lernen, aber auf diese Art und Weise, wenn ich das jetzt irgendwie mache, hat jeder theoretisch das Recht, den Eschiat so zu interpretieren, dass er mich damit ficken kann. Nee, interpretieren tut den Eschiat nur der Graf und seine Erwählten. Das heißt, wenn er mich ficken will, würde er... Bitte nicht diesen Ton vom Grafen. Er ist nicht hier. Nicht vom, also in diesem Ton vom Grafen sprechen. Entschuldigung. Respektsperson und so. Wenn sprich, er sich in die Pfanne hauen würde. Wenn er schlechte Laune hat und mein Gesicht nicht mehr sehen will, dann ist es vorbei mit dem Interpretationsspielraum.
Das wäre ja dann aber wohl nicht die Entscheidung des gerechten Herrschers. Und als Gwydion strebt er danach, seinem Anspruch auch gerecht zu werden durch halt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist aber eine Interpretationssache. Ja, natürlich, aber wir sind, ich meine, wie willst du es denn anders machen? Ich versuch's nur zu verstehen. Du kannst es nicht verstehen, aber ein bisschen gesunder Menschenverstand hilft ja meistens weiter. Wir sind doch 10. Es gibt doch einen Unterschied, ob du dich einem Menschen zeigst, um zum Beispiel dich zu verteidigen oder um ihn anzuspornen, mehr Glanz auszuschütten oder um was weiß ich zu tun, oder ob du dich einem Menschen zeigst, um einfach dich mächtig zu fühlen und irgendwie, keine Ahnung, deine ne? Das stimmt, das sehe ich auch so. Ich wollte nur wissen, ob der Interpretationsspielraum so weit ist, dass es theoretisch auch die Möglichkeit gäbe, mich damit in die Pfanne zu hauen. Nur damit ich es weiß. Der Graf muss sich nicht mit irgendwas in die Pfanne hauen, um dich in die Pfanne zu hauen. Weißt du? Ich möchte es nur wissen. Ja, natürlich, aber er kann jeden Dienst von dir verlangen, den er will, auch so zum Beispiel. Und er kann dich fast in jedes, auf jede selbstmörderische Queste schicken, die ihm beliebt. Muss ich die annehmen? Ja, das ist dann nichts, was er dir vorschlagen muss. Er könnte das tun, aber dann wäre er wohl auch nicht mehr so lange der Graf. Wer würde ihn denn absetzen und wie? Na, zum Beispiel der Herzog. Durch Dekret. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Naja, keine saubere. Also, ich mache immer so zwischendurch immer weiter, ne? Also ich höre damit einfach nicht auf. Andere Ski zum Beispiel durch Intrige, eine ausreichend große Gemeinschaft durch, ja. Intrige, die darauf abzielt, den Herzog dazu zu bringen, ein Dekret rauszugeben. Ja, kannst auch andere, nee, nicht nur, also ich meine, es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten der Tücke und Hinterliste. Erpressung. Aber die Gemeinen durch Rebellion, aber letztlich lässt er sich auch umstimmen, wenn die Mehrheit aller, also die große Mehrheit sich wirklich versammelte und irgendwo Einspruch erheben würde. Das würde der nicht ignorieren. Erstens nicht, weil er eben ein gerechter und weiser Herrscher ist. Und zweitens, weil das natürlich dann nachher Probleme gibt. So, haben wir das aber jetzt geklärt. Ich wollte euch nur zeigen, dass das geht. Genauso könnt ihr vor anderen Feen verbergen, dass ihr mehr seid als Menschen. Wie geht das? Anders, aber das kommt, sowas kommt mit der Zeit. Ihr kriegt ein Gefühl dafür einfach, was ihr mit dem Glanz anstellen könnt. Ihr lebt mit ihm und mit der Zeit kommt sowas einfach von selbst. Genauso wie die ersten Künste, das wird einfach irgendwann passieren. Findest du? Genau. Das führt jetzt zu weit, da hast du nur zu viele Fragen. Ja, das müssen wir nicht beantworten, macht es nicht besser. Das ist nichts, worauf ich Antwort geben kann. Ihr seid gerade mal irgendwie 10 Tage meine Mündel. Da ist das ein bisschen verfrüht, über so einen Quatsch zu reden. So, und jetzt angezogen, Sophie. Ja. Er hat noch gesagt, um 3 geht's los. 4. Aber, böser.
wie kann ich denn jetzt mit euch mitkommen? Weil ich muss ja wieder in die Menschen gestellt, wenn ich durch die Menschen... Du könntest mir Tee kochen. Oh, das wäre total lieb. Klar kann ich das. Kein Problem. Danke. Bitte. Ich koche nur Tee. Ich koche Tee. Und mach Frühstück fertig. Wenn du das machst. Die geht hier nicht, du gehst hier nicht ohne ein vernünftiges Frühstück aus. Und wenn wir das mitnehmen müssen. Schnier doch einfach ein paar Schnittchen und wenn unterwegs jemand Hunger hat, dann haben wir Wegzehr. So, wenn du das wegkriegst, du musst nichts weiter machen, als an deine menschliche Seite, an den anderen Teil des Davids zu denken und den nach außen zu kehren und dann kommen die Nebel von allein und spinnen dich wieder ein in den Körper. Ich schließe kurz die Augen und denk so an zu Hause quasi, wie wir unter Weihnachtsbaum sitzen und Lieder singen. Hilft das schon? Weihnachten, so ein heidnisches Fest. Na gut, ja, also du brauchst ein bisschen, aber dann klappt das auch. Du merkst jetzt auch, dass das zu tun, also die Maske fallen zu lassen, also der menschliche Maske meine ich damit, dich schon ein bisschen gekostet hat. Nicht viel, aber ein bisschen. Du meinst Glanz oder? Genau. Okay. Okay, seltsam. Bin blasser geworden. Aber nur halb so viel blasser wie Sophie bei ihrer Action. Uha. Und auch die ist noch... Da ist noch genug für alle da. Ihr könnt mit euch beiden immer noch die Wand streichen. Läuft. Gut, ja, wie gesagt, ich mach Frühstück. Das übliche, kurz Tee, bisschen einen Tee zum Mitnehmen in eine Box quasi, in so eine Thermoskanne und Brötchen und etc. Ich bin kurz überlegen, ob ich mir, ob ich quasi Würstchen mache und ob ich Speck brate, aber dann das ist auch schon wieder zu viel. Da kriege ich wahrscheinlich Ärger für. Ist mein Körper, mein menschlicher Körper eigentlich von der Anstrengung, die ich hatte, erschöpft? Oder die also? Einzige Anstrengung, die du hattest, ist, dass du nach einem langen Tag mit einer beschwerlichen Zugreise noch die Nacht wach warst. Und das merkst du ein bisschen weniger oder nur halb so doll, wie du es sonst merken würdest, aber sonst, nö, passt. Ha, läuft. Voll entspannt. Sophie kommt 5 Minuten später aus ihrem Zimmer, huscht ins Bad und kommt 10 Minuten später aus dem Bad und... Judy. Dann wird Thorald aufstehen. Los geht's. Ihr Schlafmütze, dein Lunchpaket. Was? Im Rucksack. Tee. Hier. Ich reiche hier einen Tee. Danke. Im Rucksack ist noch mehr, ist ein Liter Tee mit drin vorbereitet. Für später. Ein Engel. Ich weiß doch. Dankeschön. Ja, ich verschwinde dann auch ganz fix in mein Zimmer, hol mir kurz ein neues T-Shirt und etc. Ein bisschen. Willst du auch was? Ja, klar. Bisschen Diesel drüber und dann, ja. Und schnapp ich mir schnell was. Ob du auch was willst? Nö. Okay. Denkst du, dass mein Essen nicht schmecken würde? Also, ich speise nicht selten an der Tafel des Grafen. Dein Essen schmeckt sehr gut und meine Ansprüche sind auch nicht besonders hoch, aber das reicht auch für mich vollkommen aus. Und für Frühstück ist auch noch nicht Zeit. Ich gehe kurz in den Kühlschrank und hole mir noch ein bisschen mehr für die Lunchpakete. Du bist ein großer Junge und du hast noch jetzt nicht gegessen, dann brauchst du mehr nachher.
Na dann, wo soll's denn hingehen? Es wird ein langer Marsch zum... Wir könnten... Fährt die Straßen... jetzt fahren nur Busse. Wird ein langer Marsch zum VL Ort geben. Das ist doch bestimmt 40, 50 Minuten. Naja, 40. Okay. Ach, David, für die Arbeit in meiner Küche und das Lunchpaket und so, jetzt kannst du natürlich alles, was du heute aus dem Reis gefischt hast und den Reis behalten. Dankeschön. Gut, los geht's. Also, wir treffen heute, ihr trefft heute meinen Träumer. Ihr könnt mit ihm über alles reden, was ihr wollt. Er hat keine Ahnung von unserer Welt. Und das sollte schon so bleiben. Er heißt Wolfgang. Ich denke, vieles wird sich ergeben, wenn ihr einfach in seiner Nähe seid und ein bisschen mit ihm sprecht. Ihr könnt ihm alles versprechen. Und gleichzeitig könnt ihr ihm nur das versprechen, was ihr nicht gewillt seid zu halten. Habe ich nicht verstanden. Alles, was du ihm heute versprichst, und das kann prinzipiell alles sein, darfst du nicht halten. Aha. Warum nicht? Beziehungsweise, es gilt vielleicht sogar eher für dich, David. Es geht in eine spezifische Richtung, aber das werdet ihr dann sehen. Und weshalb treffen wir Wolfgang? Was denkt Wolfgang, weshalb wir da sind? Ihr seid Nachtspaziergänger. Gebt euch als Pärchen aus, was auch immer, das ist egal, ich habe euch nicht angekündigt. Ich habe mit ihm nicht mehr gesprochen seit langem. Aha. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt auch noch einen Hund besorgen und mit dem Gassi gehen. Und wer ist Wolfgang? Wolfgang ist mein Träumer. Wie dein Träumer. Fragt ihn einfach selbst, was er da macht. Und dann kommt ihr ins Gespräch. Und entweder ihr versteht euch gut oder ihr versteht euch nicht gut. Und dann könnt ihr ihn das alles selbst fragen. Aber das ist... Wer Käse? Das führt doch zu weit. Es geht eher darum, dass ihr die Erfahrungen sammelt, wie es ist. Woran man sieht, dass jemand ein Träumer ist und solche Sachen. Und was der für uns darstellt. Okay. Okay. Sophie nickt. Und die ganzen Fragen, die ihr habt, die könnt ihr nachher stellen. Nachher habt ihr nämlich eine Ausgangsbasis dafür. Das ist sinnvoller. Wenn du das sagst. Das ist es. Nachdem ihr... Er wird jetzt in Schweigen verfallen. Ein paar Minuten gegangen seid, wird neben euch ein Taxi halten. Und Kamal beugt sich aus dem Fenster. Hey Kamal. Ich bin gerade zufällig hier und glaube, ich sollte euch mitnehmen. Steigt ein. Ist nicht nötig. Wirklich nicht? Nee. Verdammt, dann muss es hier irgendjemand anders geben. Habt ihr jemand auf dem Weg gesehen? Da vorne links um die Ecke. Ja, wenn es dann Kamal eine Freude ist, uns mitzunehmen? Ja, wenn sie sagt nicht, eins von dreien gelten oder zwei von drei gelten nicht. Da vorne um die Ecke. Okay, gut, alles klar, danke. Okay. Dann brauchst du davon. Schönen Abend noch. Das war gut. Ich hätte auch gesagt, nein, weil ich euch vorher noch hätte sagen müssen, dass wir das ist schon, also das hätte ich ja erst nicht gedacht, aber man redet nicht mit anderen über Träumer, also nicht über die eigenen. Weil, naja, die sind einigermaßen umkämpft und es ist besser, sowas für sich zu behalten. Okay. Ja. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass es nicht nötig ist, weil ich Lust hatte zu laufen, aber gut zu wissen. Das ist ja auch gut, ich hätte auch nö gesagt, dann wäre er bestimmt auch weiter. Das
erzählt sich keine Geschichte gut, wenn sich die Gruppe dafür trennen muss. Also nachher, das wäre dann nur die halbe Geschichte, was auch immer. Außerdem die da vorne, die um die Ecke, die hat sich doch, glaube ich, schon die Füße gerieben. Die hat sie doch die falschen Schuhe an. Stimmt. Die wollte bestimmt mit. Bestimmt. Eigentlich. Ihr könnt einen kleinen Umweg machen und ihr könntet... Wenn wir einen großen Umweg machen, könntet ihr sogar auf euren Viechern reiten. Durch den Wald ist jetzt niemand, da sieht euch keiner. Und müsst ihr nicht laufen. Das wird bestimmt Spaß machen. Klar. Gut. Wir werden einen kleinen Abstecher machen zur Würfelwiese, eure Viecher holen. Da sind natürlich noch ein paar Leute. Und saufen. Und dann kommt ihr aber dann auf eine andere Insel mit ein bisschen mehr Waldwuchs, wo auch echt keine Sau mehr ist. Das heißt, ihr könnt tatsächlich mal aufsteigen und reiten auf einem Otter und einem Eisbären. Man kennt es. Es fühlt sich vertraut an, was, ne? Ja. Es fühlt sich am meisten fühlt sich vertraut an, dass Jünter erstmal in kniehohes, also für dich wäre es kniehoch Wasser, rennt und dich natürlich dabei voll spritzt und dann erst wieder an Land tapert. Und nicht zwingend immer sofort auf deine Anweisungen hört, weil man muss ja auch mal gucken, was sonst noch so gibt. Und? Es ist ja, hallo? Es ist vertraut. Eben, das ist, und vor allem muss das so. Ja, es muss so. Du bist ja neugierig, was da ist. Eben. Es ist viel lustiger, wenn man zwischendurch mal irgendwo hinreisen kann. Der Weg ist das Ziel, nicht? Ne? Das ist schon ein ziemlicher Versagerspruch, aber ja. Das meinst du vielleicht? Nee, aber ich nicht, aber ich wollte das mal sagen. Ich sehe das quasi, ne, wenn du hier so immer nur geradeaus den Weg gehst, dann siehst du ja nie was von links und rechts vom Weg. Das stimmt. Das stimmt. Dauert es auf jeden Fall nicht so lang wie gelaufen und man kommt noch ein bisschen durch den Wald, ist ja auch nicht schlecht, also was heißt Wald? Durch den leichten Baumbewuchs auf irgendwelchen Inseln. Und ihr werdet dann Richtung VL einbiegen, das ist also der Vereinigte Linke, das ist, wie beschreibe ich denn das? Man kann da tanzen und trinken. Da ist ein cooler Spielplatz mit. Da gibt's immer so Kommunenfeiern, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich schon. Und da sind noch irgendwelche Straßenfeste und so. Aber gerade ist das Ding natürlich zu. Ist jetzt ein bisschen spät auch. Aber vielleicht wird Sophie, ach Quatsch, nee, Sophie ist kein Punk. Oder war Sophie Punk? Nee, nicht so richtig. Die hat so ein bisschen, die hat Tendenzen, die hat auch mit Punks rumgehangen. Oder tut's auch, aber... Ah, nee, stimmt, die hat doch den Antifa-Kumpel. Na klar kennt die das Ding. Ja, daher dachte ich das, genau. Ja, also du kennst das Gelände auf jeden Fall ein bisschen genauer und ansonsten ist das eine okaye Location zum Feiern. Das ist nur echt weit weg von euren Wohnstätten. Ihr werdet dann den Weg einschlagen durch so einen kleinen Park und dann wird Thorwald irgendwann die Hand erheben, quasi so, dass ihr auch stehen bleiben sollt. So, hier ist eine Bank, da könnt ihr euch zum Beispiel hinsetzen. Der würde jetzt innerhalb der nächsten paar Minuten kommen. Das macht er immer oder häufig, heute zum Beispiel. Und dann geratet einfach mal mit ihm ins Gespräch. Ich bin ganz in der Nähe, aber er sollte mich nicht zwingend sehen. Ne? Alles klar soweit? Klar. Schön. Dann würde er sich entfernen. Das klingt irgendwie voll strange. Ein bisschen. Aber hey. Wo ist der Typ jetzt? Keine Ahnung, der soll hier vielleicht vorbeikommen. Als Davis das sagt, kommt auch so ein ungefähr 70-jähriger Mann mit Schirmmütze, einem dicken Anorak am Stocke.
da auf den Weg lang geschlurft. Sein Blick ist über einen hüfthohen Holzzaun, der schon ziemlich ziemlich verrottet ist, auf ein Grundstück gerichtet, wo ein Bauprojekt gestartet wurde. Sieht aus wie vielleicht ein Einfamilienhaus oder irgend sowas. Aber da ist jetzt auch wirklich nur das Fundament gemacht und nicht viel mehr. Aber da liegt noch gut Bauschutt, bestimmt schon seit langem. Und Baggerstellen sind da noch und alles. Also es ist nicht so gut. Er wird dann vom Wege ab auf dieses Grundstück zuschlurfen, sich an den Zaun stellen und da drauf gucken. Und als das Mondlicht dann auf den Garten fällt, beginnen ganz langsam erst kleine Pflänzchen aus dem Boden zu sprießen. Und das Ganze wächst dann zu einem Obstgarten in Superzeitraffer heran, der sehr schön ist. Die Baugrube verschwindet. Dafür entsteht so eine kleine Gartenlaube, auch aus Holz, mit Schaukelstuhl. Es ist sehr flüchtig, es scheint auch nicht direkt chimärisch, nicht so wie die Dinge, die ihr sonst gesehen habt. Es ist, sieht vielleicht ein bisschen aus wie eine Fata Morgana, also wie eine Art Lichtnebel, der immer wieder mal an Ecken verwischt. Krass. Ja, ich guck Sorian, wollen wir mal kurz rübergehen und dann mit ihm reden. Ja, sicher. Gut. Geh dann los, ne, und stell mich halt neben ihn. Oh, guten Morgen. Guten Abend. Oder guten Morgen, genau. Ja, ja. Grüße dich auch, meine. Wissen Sie, wie das für eine Baustelle hier war? Ja. Das. Das hat vor vielen Jahren jemand gekauft und der Sohn hat dann irgendwie versucht, da was zu errichten. Weiß nicht, ich glaube irgendwie da, wo soll das wohl sein Wohnhaus und sein. Aber vermutlich pleite gegangen oder so. Und jetzt ist das halt hier so. Ja, unschön. Ja, das stimmt. Man könnte so viel daraus machen. Ja. Aber ja. Ja. Was machen also, Sie noch zu so später Stunde hier draußen? Wir konnten einfach nicht schlafen und haben uns gedacht, ein bisschen Frischluft hilft. Und Sie? Ich konnte auch nicht schlafen, dann komme ich häufig her. Die Nachbarn, die machen immer so laut, die machen ja immer Musik so laut. Die Polizei kommt dann immer nicht. Ja, wirklich sehr laut. Wissen Sie, früher, da habe ich ja, also hier war ich noch ein kleiner Jungspund. Da habe ich ja immer mit meinen Kumpels habe ich immer durch den Zaun geillert. wenn die Äpfel reif waren und so, manchmal also mal rübergeklettert. Wir haben auf den Bäumen gesessen und die Äpfel geschoben. Also hier maust. Das haben wir doch, das macht man ja immer, ne? Wenn es welche gibt. Ja, aber gibt ja jetzt nicht mehr so, schade, gibt's ja nicht mehr die Stadtgärten, so, die. Ja, eigentlich bedauerlich. Sehr schön. War das früher ein Garten? Das war ein schöner Garten. Das war wirklich ein schöner Garten. Die Besitzer, die haben dann auch, die haben dann immer hier, die waren dann immer da und haben Marmelade gekocht und haben dann hier das verschenkt an die Nachbarn und so. Das klingt richtig idyllisch. Schade.
Nee, wenn, also auch im Frühling werden, also war ein der da hinten an der Ecke, da war ein Kirschbaum. Mir so, das sah schön aus mit den rosa Blüten und so, und die Bienen sind durch den Garten gesummt und so, das war schon schön. Wir hatten ja nur so eine kleine, so einen unsanierten Altbau, also ja, mit, also Klo, halbe Treppe, gibt's, kennen sie heute gar nicht mehr, ne? Und das war also mit meinen vier Geschwistern, war eng und ach, wie das so ist, mit vier Geschwistern streitet man sich ja dauernd. Und zu Hause, ihr habt Stress, der Vater, Gott hab ihn selig, hat auch getrunken. Und ja, aber hier kam er mal her, es war schön. Also wenn sie später mal vielleicht bisschen Geld haben, mich so einen Garten sich zuzulegen, das ist das Schönes. Ja, das stimmt. Ich mache sehr viel gerne einen Garten. Um so eine kleine Dacia zu haben, wäre so. Hm. Was sagst du dazu? Hm? Eine kleine Dacia hier zu errichten irgendwo? Wenn wir mal Zeit haben? Maybe. Wir müssen auf jeden Fall einen Kirschbaum und einen Apfelbaum reinsetzen. Oder was meinen Sie? Ja, sicher, sicherlich. Und was es hier jetzt überall gibt, diese Hollywood-Schaukeln, also so als junges, verliebtes Pärchen ist das bestimmt schön. Ja, das bestimmt. Auch so für die Kinder ist das anders. Die sitzen ja nur vor einem Bildschirm. Die, aber so auf Bäume klettern und so, das ist ja auch mal was. Das kriegt man ja nicht mehr überall. Das stimmt, das stimmt. Also wissen Sie, also mit meiner... Also mit meiner ersten Freundin war ich... war ich ja auch hier drin dann, als das noch stand und Nein, wirklich? Ja, wissen Sie, das war eine echte Hallore und ich ja hier einfach nur, also die Eltern waren beide auch in der Partei und da auch hier, ne? Sie schwere Nüte. Ja, und da konnte man natürlich nicht zu ihr oder so. Und bei mir ging ja gleich gar nicht. Ich hatte ja keine Wohnung. Aber also, Sie wissen das bestimmt nicht. Ja, das ist ja, also man kriegt ja nur eine Wohnung dann, wenn man verheiratet war oder Kinder hatte. Mhm. Und ja, da waren wir halt. Da waren wir halt hier drin. Das war. Ja. Sehr, sehr romantisch. Ja. Bis dann früh die Besitzer kamen. Wie die Frau hieß, fragst du mich, Alter? Elke. Was? Elke. Elke. Weiter? Are you fucking kidding me? Schreibst du das nächstes auch auf? Nö. Elke, du schreibst es dir sowieso nicht auf. Ich brauche einen Juden. Schimanski. Nee. Das ist zu weit weg. Klöpke. Ich weiß es. Müller. Klapp auf. Klapp was? Klapp auf. Das ist ein Name? Das ist ein Name, ja. Das ist genauso ein Name wie unten zu. Naja, die ist ja auch ganzzeitig dann an Krebs gestorben. Oh. Naja, also, wie es im Leben halt immer so spielt, aber da hatte ich die auch schon Jahre nicht gesehen. Warum nicht? Ja, ja, wie gesagt, also, ich wollte Erzieher werden. Hm? Also im Gott, wie hieß denn der Shit?
Ist egal, ja, ich wollte Erzieher werden. Und das wissen sie alles nicht, aber die Erzieher und Lehrer und sowas, das waren ja keine Arbeiter. Die waren nicht so angesehen, wissen sie. Und ihre Eltern waren aber nun der Partei auch wirklich. Also über. Bei denen hätte ich nicht nachlesen wollen, was da irgendwie in Akten steht oder wo man heute Einblick kriegt und so. Also. Die waren sehr rot. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, was man sagt. Sehr liniengetreu. Und. Also. So würde ich das nicht sagen. Aber manche, die wissen, was man machen und was man sagen muss, um an der richtigen Stelle zu landen. Ne? Also mit Überzeugung war da nicht viel, aber das war ja auch bei den meisten nicht, was man vorher und nach der Wende gehört hat. Das hat sich ja dann doch meist ganz stark unterschieden. Aber ich will sie auch gar nicht weiter aufhalten. Es ist so ein schöner Abend noch heute. Ja, es war jetzt alles sehr interessant. Also es, danke für die Geschichte, würde ich sagen. Ja, sie reden wie so ein Jugendfreund, den ich hatte. Der hat sowas auch mal gesagt. Ganz komischer Kerl. Erzählen Sie mir. Ja, das war so ein richtiger Hühne. Und der hatte Überzeugung an vielen Stellen. Die war eisenhart, sag ich Ihnen. Also der hat sich da gleich immer, also in der vierten Klasse hat er sich schon mit den Siebtklässlern angelegt, wenn es da um irgendwas ging, was er nicht gerecht fand und so. Richer Heißsporn damals auch. Regelmäßig übernommen und dann rennen konnte der nicht. Ja, also. Hat er immer ins Gesicht gekriegt. Häufig, ja. Der hat dann auch recht schnell irgendwann gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, hier so ein paar Äpfelchen zu nehmen, sondern dass wir denen das zurück und so und uns ehrlich entschuldigen. Ja, das so. Ich meine, als Kind, ich habe das dann alleine mal irgendwann beichten lassen, so. Also da. Ich hatte dann irgendwie hier da einen halben Sommer im Garten geholfen. Also wenn man nicht Kartoffeln lesen war, dann war der noch hier und hat da irgendwie was gemacht. Ein sehr gerechter Junge, würde ich sagen. Naja. Wie es halt so ist, also die Leute mit ihren Überzeugungen, das verliert sich ja irgendwann. Der hatte Jahre später, habe ich ihn dann nochmal gesehen. Gut gehalten hat er sich gehabt. Aber der, naja, ist ja auch egal. Na gut, ich glaube, ich gehe dann auch mal wieder nach Hause. Klar, natürlich. Ja, Wiedersehen. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, beziehungsweise einen ruhigen Morgen. ja, danke. Er wird dann weghumpeln. Sich nochmal umgucken. Und in dem Moment werden zwei Äpfel reif und plumpsen auf den Boden. Diese beiden Äpfel sind erfüllt von Glanz und verschwinden nicht, während der Garten das schon langsam wieder tut und der Baugrub unter ihm da Platz macht. Okay, ich sammle mal beiden Äpfel auf. Du willst jetzt über den Zaun steigen? In der Tat. Crazy. Da sind gerade irgendwelche komischen magischen Äpfel runtergefallen. Ja, will ich tun. Ja, du wirst wohl über den Zaun steigen können. Easy. Ja, du hast zwei Äpfel in der Hand. Fühlen sich knackig an.
Okay. Und leuchten leicht. Ich gehe mal zurück. Aber sie scheinen einigermaßen flüchtig. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die halt nicht ganz real sind, aber also dass das irgendwie was mit dem Glanz zu tun hat. Aber das werde ich gleich erfahren. Ich gehe quasi zurück und frage mal unseren kleinen Riesen, der sich bestimmt zu uns setzt. Ja, der wird dann ein paar Minuten später kommen. So. Also, ein Kindheitsfreund? Ja. Ihr müsst die Äpfel essen. Okay. Die hat er jetzt immerhin für euch erträumt. Also nicht direkt für euch, aber wegen euch. Faszinierend. Ich gebe einen weiter und beiß einfach mal in einen rein. Glanz und Glamour wird in deinem Körper abgeladen und das ist ziemlich angenehm. Du spürst die Verbindung zum Traum selbst und zu deiner Seele etwas mehr. Also wieder etwas mehr. Okay. Das ist irgendwie cool. Nicht wahr? Von irgendwas musst du ja leben. Das stimmt wohl. Und der hat das jetzt aus seinen Erinnerungen, Träumen. Er ist unterschiedlich und es spielt keine Rolle. Es können Wünsche, Hoffnungen, Träume, also Träume im Sinne von das, was man halt so träumt, verrückte Ideen, artistische, künstlerische Leistungen, Erinnerungen, Gefühle sein. Spielt keine Rolle. Die Menschen, die regelmäßig Glanz produzieren oder den herholen, wie auch immer das genau nur ist, die nennen wir Träumer. Und die sind natürlich einiges wert. Also nicht im Sinne von als Ware, wobei manche das schon so sehen, sondern ja auch für das Bestehen der Welt, wie sie jetzt ist. Also, ne? Und warum durfte ich ihm jetzt kein Geschäft anbieten, keinen Gefallen tun? Ich hatte ein bisschen Angst, dass du hilfsbereit bist und irgendwas versuchst mit diesem Garten hier. Beziehungsweise heute war er ja ganz gut drauf. Das kann ja auch anders aussehen. Und wäre das so schlimm gewesen, wenn es dem Mann gut geht? Bin mir ziemlich sicher, dass du ihm nicht hättest helfen können. Und dass du es trotzdem versucht hättest und das wäre ungünstig für dich gewesen. Inwiefern? Weil du ihm eben nicht helfen kannst und wenn du es bis zu einem bestimmten Punkt probiert hättest, dann wärst du an Grenzen gekommen, die ziemlich eklig sind. Also sowas wie die Banalität. Zum Beispiel. Sonst noch Grenzen? Ja, menschliche Grenzen. Der Mann ist alt. Der wird, was weiß ich, wie lange du dem helfen willst in den nächsten Jahren. Also ich meine, vielleicht beginnst du, man kriegt eine gewisse Verbindung zu Träumern, wenn man viel Zeit mit denen verbringt. Und am Ende findest du dich in einer Situation wieder, wo du den zu Tode pflegst oder so. Das muss eigentlich nicht sein. Das wollte ich verhindern. Ich wusste nicht, wie hilfsbereit du als Einzelmännchen bist. Ich habe Leute erlebt, die waren da so sehr hilfsbereit. Wie viele von diesen Träumern gibt es, so grob geschätzt? Wenige. Welche, die regelmäßig dazu imstande sind,
so intensiv zu fühlen und zu träumen sind selten. Viele Menschen können mal, auch mit ein bisschen Hilfe, die Verbindung zum Traum herstellen, aber häufig, regelmäßig nicht. Wie sieht so eine Hilfe aus? Ja, was weiß ich. Ich meine, du hast ihm jetzt hier nur geholfen, sich zu erinnern. So, du könntest jemandem helfen, irgendwas, was er sich... Der Traum vom ersten Auto, das so und so sein soll mit dat und dat, das kann auch ein Traum von jemandem sein. Das könnte auch was sein. Das wäre dann halt so eine einmalige Sache. Ich verstehe. Okay. Kann sie man irgendwie inspirieren halt. Und mit der Zeit wirst du merken, wann jemand dazu in der Lage ist, zumindest wirst du spüren, wenn das ein Träumer sein könnte. Wann jemand in der Lage ist, mal die Verbindung herzustellen, das ist vermutlich nur kurz davor zu merken. Wobei kurz davor ein dehnbarer Begriff ist. Das hier waren gerade Äpfel, weil ich an Äpfel erinnert habe. Wenn ich ein Auto für ihn herstelle, wie zum Teufel esse ich das dann? Also. So ist es nicht. Manchmal erfasst es sich einfach so. Manchmal gibt es nichts, gibt es kein Symbol. Aber der Traum schafft gern Symbole für uns. Weil wir zu dumm sind, die Sprache des Traums in Normalform zu verstehen, weißt du? Ich meine, Sophie als Orakel, die malt Bilder für uns, weil wir vermutlich zu dumm sind, die Vorhersagen zu verstehen, die sie aus dem Traum holt. Jeder mag Symbole. Aber sie sind nicht zwingend notwendig. Ach so. Ihr erzählt niemanden von ihm. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr jemanden findet, der ein Träumer sein könnte, erzählt niemanden von ihm, außer denen ihr wirklich vertraut. Damit sie nicht abgemolken werden. Oder Schlimmeres. Schlimmeres? Was soll passieren? Also. Es schert Brechendes. In den Traum eindringen und den ausbluten, also austräumen lassen, aber. Du kannst. Oder sowas steht da. Du kannst, so wie du. Stell dir vor, irgend so ein Typ schreibt ein Lied. So. Und für der Text fällt ihm schwer und du setzt dich mit ihm hin und redest mit ihm drüber, was er machen will und ihr findet gemeinsame Ideen, tauscht euch aus und bla bla bla. Und am Ende kriegt ihr das hin, habt ihr beide was zusammen gemacht und dann bumm, fertsch. Kein Problem. Du kannst ihn aber auch richtig überfordern, ihn 3 Tage lang wach halten, ihn zwingen, immer weiterzumachen und du kannst andere Dinge tun, die ihn auf die Spitze treiben. Aber das kann ihn entweder danach eine Weile oder für immer schädigen oder zerstören. Manche Künstler, die nur ein hervorragendes Kunstwerk zustande bringen und danach nie wieder irgendwas von persönlichem Wert hinkriegen. So heißt. Oder er könnte dir entführt werden und so weiter. Warum sollte man, oh Gott, ihn entführen, um ihn dann jeden Tag, das ist aber schon ziemlich hart, Tobak. Kannst ihn auch entführen, um kannst ihn verzaubern und als persönlichen Sklaven halten oder sowas. Das
Du kannst ihn reinlegen und in irgendein Eid zwingen, dass er nur für dich träumt und nicht für andere oder sowas. All das kann gemacht werden und noch viel mehr. Puh. Okay. Das wäre echt übel. Wenn du viel Zeit mit dem Träumer verbringst und genug Dinge mit ihm erlebst, dann wirst du auch später immer noch merken, wie stark das Licht in ihm brennt. Und wenn jemand anderes bedeutender für ihn wird oder für sie, dann wirst du diese Verbindung nicht mehr haben. Also du hast eine sehr starke Verbindung, gehe ich mal von aus. Und deswegen, wenn jetzt jemand kommen würde und sie sich hinter um ihn kümmern würde, dann würdest du wahrscheinlich keinen Glanz mehr von ihm kriegen? Das nicht. Aber dann wüsste ich nicht mehr, wo er ist. Ja, also wie stark seine Träume sind. Ich weiß nie, wo er ist. Also. Nicht einfach so. Okay. Kannst natürlich durch Eide immer, wenn das entweder zu beiderseitigem Nutzen auch sowas erreichen, dass du weißt, wo er ist, oder auch nur zu einseitigem Nutzen. Ich meine, nirgendwo steht geschrieben, dass du fair sein musst. Und noch was. Erstens machen wir uns jetzt nebenbei auf den Weg zurück und zweitens, früher oder später wird euch euer Doppelleben ankotzen und ihr werdet den Wunsch haben, irgendjemanden aus eurer Familie oder von euren Freunden nur einen Tag eurer Welt zeigen zu können. Ihr könnt Menschen verzaubern, indem ihr etwas Selbstgemachtes ihnen schenkt und etwas Glanz einfließen lassen könnt. Das werdet ihr auch sofort wissen, wie das geht, wenn ihr es wirklich wollt. Das geht, das kriegt ihr hin. So, je nachdem, wie viel Glanz ihr einfließen lasst, solange es ja verzaubert oder sie. Banalität und der Kontakt damit kann das sofort lösen. Ihr werdet alles sehen, was ihr seht. Ihr wird alles fühlen, was ihr fühlt. Das heißt, chimärisches Feuer wird sie oder ihn genauso verletzen wie euch. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird alles vergessen, und zwar restlos. Außer, dass ihr Zeit miteinander verbracht habt, wenn ihr das getan habt. Dass vielleicht irgendwas Verrücktes vorgefallen ist. Aber nicht was. Und die Gefühle, die dabei eine Rolle spielten. Also wenn du ihn in ein Gruselschloss zwingst, wird er sich erinnern, sich mit dir zusammen zu Tode erschrocken zu haben, was nicht immer positiv sein muss. Aber das ist möglich. Lasst euch damit nur Zeit, denn der eine Tag wird euch halt kosten, dass ihr dann vielleicht eine schöne Zeit mit der Person hattet und wieder gemeinsam was erleben konntet, alles zusammen erleben konntet und dann am nächsten Tag ist alles futsch. Überlegt euch das vorher gut. Das klingt nicht schön, dass dann noch alles futsch ist. Naja, ich meine, wenn du einen schönen Tag mit der Person hattest und das wirklich aufregend und was weiß ich war, so eine Grunderinnerung, daran bleibt ja erhalten. Du kannst das Band durchaus festigen, aber trotzdem ist es deprimierend. Und nur der Fairness halber, ja, natürlich kannst du das auch anders nutzen. Aber darauf muss ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Wir gehen zurück. Jo. Macht euch auf den Rückweg. Ihr werdet euch irgendwann trennen und pennen gehen. Ja. Schön. Nächster Tag. Nee, paar Tage später. Paar Tage später, David.
Ich will quasi, dass wir mal alles aussortiert haben und quasi den die Bands gefragt haben, wie sie ihren Reis gern hätte. Achso, cool. Mit 50-50 Hack. Ew. ja. Das werde ich vielleicht nicht ganz hinkriegen. Das ist sehr viel Reiz. Und Hack ist sehr teuer. Das stimmt. Ich versuche mir was zu überlegen und ich hoffe, es wird dir gerecht. Aber 50-50 Hack kann ich dir nicht versprechen. Ich sag mal so, in deinem Kellerraum hast du natürlich auch irgendwie eine Vorratskammer, wo das Zeug nicht schlecht wird. Also nie. Das heißt, du hast erstmal Lifetime-Reis. ja, aber ich hab's eher versprochen. Ja, aber die will das halt mit 50-50 hack. Das heißt, du kannst dir dann irgendwie eine Schale machen und den Rest kannst dir dann überlegen, was du irgendwann damit machst. Weißt du? Ja. Ich muss nie wieder hungern. Und ich werde mir im nächsten Leben fragen, warum hab ich so fucking viel Reis? egal. Vielleicht erinnerst du dich sogar dran. Ach ja, übrigens, die Golden Nuggets. Ja. Ja, die sind natürlich Holz. Am nächsten Morgen. Holzspäne. Was? Ja, hast du erwartet, dass du Gold bekommst? Ja, ich wollte daraus ein Amulett machen. Ja, dann hast du das falsch erwartet. Oh, warte ich. Kann ich mich, das ist ja erst am nächsten Morgen, kann ich vielleicht davor vorher schon ein Amulett machen? Und dann ist es ein Holzamulett danach? Das wäre episch. Wie willst du das denn machen? Ich nehme an, du willst es nicht mit irgendwie Golderwärmung machen, denn, naja. Aber du hast Metallarbeiten, ne? Du hast einen Keller. Ja, du könntest es sogar gießen und alles, wäre überhaupt kein Ding. Und ja, dann wäre es ein Holzamulett. Wie episch ist das denn? Ja, das ist jetzt meins. Wie sieht das denn aus? Das ist ein Hummelamulett. Hm. Hallo? Ich frag ja nur. Hätte ja sein können, du machst einen Hammer. Ja, Zahnräder und Hammer wären natürlich auch gegangen, aber das hat man mir letztes Mal verboten. Dieses Wappen zu machen. Dementsprechend habe ich jetzt ein Hummelamulett. Das ist voll. Bin ich ein bisschen enttäuscht natürlich, dass es jetzt nicht mehr golden ist, aber das macht es ja nix. Ich gehe ins Internet und google mir Blattgold. Besorge mir ein bisschen Blattgold. Um dann quasi die weißen Streifen, also nicht die weißen Streifen, die gelben Streifen der Hummel. Genug damit, dass ich halt, ne, die wieder das reichlich verzieren kann quasi. Sehr gut. Das hier fällt mir. Mir auch. Also, du sitzt in deinem, sitzt im Zwischenzimmer mit deinem Hummelamulett ein paar Tage später. Mit deinem gefährlichen Kuckrohr. Weil. Es ist ja nicht so, als würdest du die Nachbarn ausspionieren. Aber. Erstens lassen die ja die Gardine offen. Was soll man da anderes machen? Zweitens. Wenn man in seiner Umwelt helfen will, muss man ja wissen, was in seiner Umwelt passiert. Drittens ist es halt schon interessant, wann der Typ gegenüber mitkriegt, dass sein bester Kumpel, mit dem er immer Fußball guckt, Anteil am Lustgewinn seiner Alten hat. Das ist ja, das kann man ja so, also verpassen will man das ja nun auch nicht. Denn immerhin hast du ja auch eine Wette mit Martha abgeschlossen. Darüber hinab. Die euch natürlich übrigens wieder mal Wäsche und Kuchen gebracht hat, ist ja klar. Sau gut. Das heißt, du kannst dabei sogar noch Kuchen verspeisen. Es bimmelt an der Tür. Natürlich. Also, du hast ja nichts Verbotenes gemacht oder Fragwürdiges.
weswegen es ja Quatsch ist, dass du jetzt so ein bisschen zusammenfährst. Also, aber passiert ja mal. Man hat sie einfach erschreckt, so auch, ne? Passiert halt. Genau. Dann drehst du dich mit deinem gefährlichen Kuckrohr um in Richtung der Tür. Mhm. Und es gleitet durch die Wohnungswand in den Hausflur, wie als wäre das Butter. Das heißt, du stößt auch direkt an den Ärmeln von Herrn Satt an, der etwas pikiert reinblickt. Ich zieh das Rohr zurück. Mhm. Bin erstmal ein bisschen irritiert, geh dann zur Tür. Hallo. Er sieht eher matt aus. Die Spinne, die immer zwischen seinen Fingern hin und her krabbelt, hängt jetzt matt an einem Seidenfaden seines Zeigefingers zu Boden. Oh. Die Haut, das versucht er durch seinen Anzug zu überdecken, aber gerade am Handgelenk zum Beispiel scheint die sich irgendwie gelöst zu haben und darunter ist so ein nässendes, graues Fleisch, wie man es sich vorstellt bei einer Wasserleiche. Es ist wirklich auch geruchsintensiv. Ich kann mir den Geruch von Verwesung nicht so leicht vorstellen, deswegen ist es schwer, den zu beschreiben und dafür habe ich Flummi. Flummi, bitte einen Satz. Still. Mist, der Tod machen wir nachher. Der Tod ist also still. So ist es. Was wolltest du sagen? Geht's Ihnen gut? Kommen Sie rein. Vielen Dank. Brauchen Sie irgendwas? Kann ich Ihnen irgendwas geben? Eine Tasse Tee wäre sehr nett. Selbstverständlich. Ich mache ihm eine Tasse Tee. Er wird sich dann setzen, sich bedanken für den Tee. Ich komme her mit einem Anliegen, Herr Husteden. Das habe ich mir schon gedacht. Den Wie kann ich ihn dienen? Waltenden Umständen entsprechend liegt es nun oder ist es nun an mir, mich um Herrn Pfeiffer zu kümmern und dafür Sorge zu tragen, dass er schon bald wieder frohlockend durch die Stadt springt und eine holde Maid nach der anderen zu freien wünscht. Ja, brauchen Sie dabei Hilfe? Sie sehen, wenn ich es sagen darf, erschreckend verletzt durch Banalität aus, gehe ich mal von aus. Indirektes wäre sehr freundlich, wenn Sie es einrichten könnten, den Wanst heute 17 Uhr vom Kindergeburtstag abzuholen. Selbstverständlich. Das ist das Geringste. Er gibt dir einen Zettel mit der Adresse. Irgendwas, was ich beachten muss dabei? Nein, ich denke nicht. Bei dem Kindergeburtstag werden bestimmt einige Kindlinge sein. Ansonsten ist nichts Besonderes dabei. Sehr gut. Kann ich Ihnen sonst irgendwie diese Umstände erleichtern? Sehr freundlich, aber ich denke, es ist Hilfe genug. Okay, Sie das sagen. Ich bin ein wenig ich bin ja noch neu, muss man wohl so sagen. Von daher. Sie werden auch nicht müde, das zu betonen.
Also wenn ich ihm irgendwie was geben kann, an Glanz oder wie auch immer, was, wenn sie das brauchen, ich will nur nicht, dass sie vergessen. Es wäre nicht gut, wenn zwei von ihnen so schnell umkippen. Ich bin gestärkt durch meine Mentorenschaft und weiß mich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Es ist ein als unehrenhaft empfundenes, aber dennoch äußerst nützliches Talent der Slua zu verschwinden, wenn es brenzlig wird. Okay, dann kommen Sie einfach zu mir, wenn es zu gefährlich wird für Sie. Oder wenn Sie merken, dass Sie kurz davor stehen. Ich weiß, das zu schätzen, Herr Husteten, aber ich denke, Ihr Mentor würde das nicht sehr schätzen. Und ich kann es verstehen. Vielen Dank. Das könnte ich ihm schon beibringen, keine Sorge. Ich denke, da überschätzen Sie sich vielleicht etwas. Ich möchte auf keinen Fall Ihre Überzeugungskräfte in Frage stellen. Aber dennoch wäre es ein ambitioniertes Unterfangen. Das Angebot steht. Und ich weiß es, wie gesagt, zu schätzen. Ich werde mich jetzt doch auf den Weg machen. Es wird zu sprechen sein über die Liebe. Dann viel Erfolg. Vielen Dank und vielen Dank für den Tee. Immer wieder gern. Er wird sich erheben, seine Klamotte zurechtrücken und dann auch gehen. Mhm. Sophie. Die sitzt auf dem Dach und hat geraucht. Du hattest einen sehr merkwürdigen Traum, von dem du dir nicht sicher bist, ob es deiner war. Lass ihn mich dir kurz beschreiben. Du standst auf einem Felde. Weizen. Nee, warte. Raps. Ziemlich viel auch. Euer Nachbar, der eine langhaarige Loden-Toni, den man eigentlich nie sieht und der gern sowas sagt wie, ja, ich komm dann auch runter zur Party und da nicht kommt. Der also rannte vor einem Mähdrescher weg, in dem ein Mann, der stark schielte, saß, mit viel zu wenigen Zähnen und einem Strohhalm dazwischen, und damit meine ich keinen aus Plastik. Dieser Mann schrie abwechselnd Traktor, Traktor, Horror-Traktor, Psycho-Traktor und dann auch gern We don't take too kind to folks like you around here. Und dann irgendwann bemerkte dein Nachbar dich, was auch sofort den Farmer auf dich brachte, weswegen du dann die halbe Nacht vor einem Mähdrescher wegrennen musstest. Du spürst es auf jeden Fall noch in den Beinen. Er war nicht wirklich schnell, denn in Träumen ist das Ding nie schnell genug, dich einzuholen. Und es hat dich da auch nicht angestrengt, denn in Träumen wird man nicht erschöpft. Aber jetzt misst es. Nee, eigentlich nicht. Noch deprimierender ist übrigens,
dass der scheiß Nachbar irgendwann angefangen hat, die Arme auszubreiten und dumm zu wedeln und dann fliegen konnte. Er konnte zwar nur 5 Meter vom Boden abheben und ist alle 100 Meter wieder auf den Boden aufgekommen, aber er konnte fliegen und du nicht. Unverschämter Dreckskerl. So ist es. Des Weiteren. Es war heute so ein bisschen schon seit dem Aufwachen ein komisches Gefühl. Ich denke mir auf jeden Fall, ich muss dringend mit diesem armen Kerl reden, der hat so viel Ruskaya gehört. Das ist nicht gut für den. So ist es übrigens auch. Und zu viel South Park geguckt, auf jeden Fall. Das war ein bisschen ein komisches Gefühl, weil du den Sommer und den Herbst heute viel häufiger hast flüstern hören. Der Frühling war sehr viel leiser. Und du hattest immer wieder mal Eindrücke von dem, was sie halt so tun. Und irgendwann hast du dann auch bemerkt, dass ja heute Tag und Nacht gleich ist. Und Herbstanfang. Ah. Also ich lege übrigens das immer auf einen Tag, weil fuck you. Und das passt auch besser zum Feenshit. Und jetzt sitzt du auf dem Dach und rauchst. Sehr gut. Und stelle fest, dass immer noch Sommer ist. Also ich sag mal, in der Ferne siehst du das salzige, den salzigen Hof und da ist es wirklich noch äußerst sonnig. Ich betrachte diesen Hof nachdenklich. Irgendetwas ist hier gerade falsch. Nicht nur irgendetwas. Ich sehe auch immer noch nicht, dass die Saalpindel ihre Paletten ausgepackt haben und die Ufer der Saale bebunten. Du siehst einen. Aber der bebuntet nicht. Hm. Er geht vereinzelt zu Grashalm mit dem kleinsten Fingerpinsel und malt ihn kleine braune Stellen an. Hm. Und hier machen wir erstmal kurz einen Cut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Ihr kleinen Schlawichtel. Ich wollte nur kurz anmerken. Ich habe ja meine Lehrerin aus Shadowrun gezogen. Das heißt, dass ich jetzt ab und zu dann doch mal was passieren lasse, ne? In dieser Runde. Das will nicht nur immer... Nicht nur Gelaber haben ist falsch, weil es wird dann trotzdem nur auf Gelaber hinauslaufen. Aber nächste Folge passiert mal wieder was. Was Sinnvolles. Was die Geschichte vorantreiben. Ich brauchte nur noch mal die Sache mit den Träumern in der Folge. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht weiß, ob mal irgendwas mit Thorald passiert oder so. Kann ja sein. Ne? Schön. Das war's auch schon. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Lass mich doch in Ruhe. Hässchen Schweine. Tschüss.